Ich habe bei Temu bestellt. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Shopping-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und wie eingangs schon erwähnt, habe ich bei Temu geshoppt aus den verschiedensten Kategorien. Und was genau, das zeige ich euch in diesem Video. Bevor wir starten, was ist eigentlich Temu? Temu ist ein asiatischer Online-Shop, bei dem ihr zu erschwinglichen Preisen Dinge aus den verschiedensten Kategorien bestellen könnt. Der Versand ist in dem Fall kostenlos und auch der Rückversand bis zu 90 Tage. Ja, wie eingangs erwähnt, habe ich ja die verschiedensten Sachen aus den verschiedensten Kategorien bestellt und ich zeige euch erstmal gleich, was hier links steht. Davon werde ich euch noch ein Foto einblenden. Aber in der App, wenn ich die Sachen nochmal finde, weil das ist bei Temu so, dass die Sachen Aktionsware sind. Das heißt, ihr könnt die zu einem gewissen Preis bekommen, aber die Preise ändern sich eventuell. Aber wenn ich die Sachen noch finde, dann blende ich immer mit Screenshot den Preis ein, welchen ich gerade in der App gefunden habe. Ja, fangen wir an mit einem Blumenständer. Den habe ich schon aufgebaut. Das seht ihr hier. Der ist nicht mehr verpackt. Genau, wie gesagt, ich zeige euch noch ein Bild. Aber wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Ablageflächen, wo ihr eure Pflanzen draufstellen könnt. In so einem Goldton. Passt super in meine neue Wohnung. Da ich sowieso Pflanzenfan bin und auch in der einen Ecke Golddetails haben werde, wird der auf jeden Fall auch Platz finden in meiner neuen Wohnung und mit neuen Pflanzen bestückt werden. Ja, das zweite Teil, was ich noch nicht aufgebaut habe, das mache ich aber noch, ist zum Beispiel dieser Under-Sink-Organizer, im Prinzip unter dem Waschbecken. Ein Organizer, den man auch rausziehen kann, wie ihr hier in diesem Bild sehen könnt. Den werde ich gleich mal aufbauen und euch zeigen, wie er aussieht. Hatte ich auch für die neue Wohnung bestellt, um zu gucken, vielleicht irgendwie für Putzmittel oder so. Genau, aber ich würde sagen, ich baue den erstmal schnell auf. Der Aufbau ging super flott. So sieht das ganze Teil jetzt aus. Und den unteren Teil kann man jetzt hier auch einmal rausschieben. Und dann hat man im Prinzip so eine Schrankkonstruktion, die man sich überall reinstellen kann, ins Bad, in die Küche etc. Also ja, für den Schrank auf jeden Fall super praktisch. Und dann kann man sich das einfach hier so rausschieben, wie gesagt, für Putzzeug oder Vorräte etc. Ja, und hier sind noch so zwei Körbchen dabei und diese Haken. Bleiben wir bei der Küche und ja, was habe ich mir davon bestellt aus der Küchenabteilung? Einmal hier diesen Versiegeler. Im Prinzip, jeder kennt es, wenn man so eine Tüte hat, die öffnet. Und dann muss man irgendwie eine Spange suchen oder man hat vielleicht gerade nichts zur Hand. Damit, wenn man da jetzt Batterien reinmacht, kann man einfach diese Plastiktüten einfach wieder versiegeln. Im Prinzip, ich kann das mal hier demonstrieren, einfach so drüber ziehen, theoretisch, wenn jetzt eine Batterie drin wäre. Und dann wird die Tüte wieder mit Hitze versiegelt. Auf jeden Fall auch super praktisch in jeder Küche. Dann habe ich noch so ein paar Gadgets bestellt. Da kann man sich streiten, ob man es braucht oder nicht. Aber ich bin eh so ein Gadget-Freak. Deswegen ja, verschiedene Messer. Ich habe schon einen Apfelschneider, ein Avocado-Messer und keine Ahnung, was es noch gibt. Und jetzt kam noch ein Wassermelonenmesser dazu. Das sieht so aus. Im Prinzip, genau, ist in der Mitte hier so ein Schlitz. Und wenn man die Wassermelone in der Hälfte, also man hat eine ganze Wassermelone, man schneidet es in der Hälfte durch und dann hat man ja zwei Hälften. Und dann kann man einfach mit dem Schneider in der Wassermelone selbst schon die Streifen rausschneiden und auch rausholen, weil es im Prinzip auch eine Zange ist. Und ja, der Sommer ist jetzt fast vorbei, aber Wassermelone gibt es, glaube ich, immer noch. Deswegen werde ich das auch mal testen. Und dann habe ich mir noch, weil ich dachte, okay, ich habe jetzt noch nie in meinem Leben so viele Pommes selbst gemacht. Aber vielleicht kommt der Tag ja irgendwann mal.
dieses Riffelmesser noch bestellt. Damit kann man im Prinzip so kleine Riffelpommes, aber auch theoretisch Gurke oder Karotten kann man damit schneiden. Also ich glaube, für Kleinkinder wird das ganz oft genutzt, so ein Riffelmesser, weil die das wohl besser greifen können, wenn die da so gerade anfangen zu essen oder so. Dann kann die das mit diesem Riffelmuster viel besser greifen. Deswegen habe ich schon bei vielen Mami-Bloggern gesehen, dass sie das Gemüse, wenn es gekocht wird, dann halt in so Riffel schneiden. So, ich bin es jetzt nicht vergessen, dass ich hier demnächst Mami werde. Und dann habe ich hier mir so einen Radiergummi bestellt. Den habe ich eben schon getestet, weil ich einfach so neugierig war, ob das wirklich funktioniert. Und zwar ist es ein Radiergummi gegen Rost und Kalk. Und ihr seht, ich habe es da schon getestet bei Kalk. Und zwar hat mein Freund hier einen Wasserhahn, der extrem verkalkt ist. Und da ist sehr schwierig mit Kalkreiniger, ist den zu reinigen. Ich habe es eben probiert und so ein bisschen festgerieben. Und tatsächlich ging das mit diesem Reiniger weg. Also auch super praktisch für Rost und sonstige, also Rost, Kalk. Ist auf Holz möglich, auf Metall, auf flachen Gegenständen, genau. Hier hinten steht es natürlich nur auf Japanisch, aber ich habe mir den Google-Übersetzer einfach nochmal genommen und das abfotografiert und dann kann man auch das ganz einfach lesen. Genau, das waren die Küchengadgets. Kommen wir zu sonstigen Haushaltsgadgets und ich dachte mir, einen schwarzen Regenschirm kann man immer gebrauchen. Vor allem habe ich sowas gerne einfach mal im Auto liegen. Wenn, wenn man mal in einen Regenschauer kommt und keinen dabei hat, zufällig, ist immer praktisch, einfach einen schwarzen, neutralen Regenschirm im Auto zu haben. Deswegen der. Dann habe ich mir noch ein paar Kleiderschrank-Gadgets einfach mal zum Austesten, deswegen alles nur einmal bestellt. Und zwar einmal diese Coathänger steht hier. Das heißt, man kann dort mehrere Sachen übereinander aufhängen. Man könnte jetzt auch Tücher an der Seite aufhängen. Also auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht anwendbar im Kleiderschrank. Und dann habe ich mir noch den hier bestellt. Den muss man auch noch zusammenbauen. Da kommt einfach oben hier dieser Haken rein. Und da kann man dann auch zum Beispiel auch Tücher aufhängen. Genau, im Kleiderschrank auf so einem Bügel. Und das letzte Gadget, da bin ich nochmal gespannt. Das soll für die Waschmaschine sein. Und zwar sind das so Pandas. Und die sollen, wenn man was wäscht, wo viele zum Beispiel Tierhaare dabei sind, sollen die Tierhaare in der Waschmaschine auffangen. Und dann kommen wir zur letzten Kategorie, die meine Leidenschaft natürlich noch ein bisschen widerspiegelt. Ich habe mir noch ein paar Disney-Sachen bestellt. Und zwar einmal hier so Ausstecher. Die kann man jetzt zum Beispiel für Kekse nutzen, aber auch zum Beispiel für Spiegelei und. Man kann Brote damit ausstechen. Das sind einfach zwei oder drei verschiedene Ausstecher. Ich glaube, es sind drei verschiedene. Genau, einmal das hier. Dann habe ich mir Schlüsselanhänger bestellt. Und zwar einmal hier den. So ein Milchshake. Und den anderen. Und zwar mit Lotso. Den packe ich mal aus. Genau, der sieht auch richtig cute aus. So sieht der Schlüsselanhänger mit Lotso aus. Und da haben wir auch einen an der Seite Lotso draufstehen. Und passend, bleiben wir doch bei Lotso, habe ich mir eine Lotso-Lampe bestellt. Die sieht so süß aus. Die leuchtet auch. Jetzt sieht man wahrscheinlich nicht so viel. Also man sieht, dass es jetzt angegangen ist. Genau, kann man einfach mit USB aufladen per Akku. Und ja, ist so eine kleine süße Lampe. Dann habe ich mir noch ein T-Shirt bestellt und zwar das hier. Da steht einfach Magical drauf. Das habe ich jetzt in Größe L in so einem Batik-Look. Und die letzten zwei Sachen, die ich bestellt habe, einmal hier dieses Plastik-Besteckset mit Messer, mit Löffel und Gabel in blau-rosa. Genau, das ist dabei. Und zu guter Letzt einen kleinen Vorleger oder Teppich oder wie man es auch immer nennen möchte, in diesem Design. Da gibt es auch verschiedene Designs. Ich habe mich jetzt für das entschieden. Und ja, mega cute. Ja, bei Temu könnt ihr immer bis zu 90% Rabatt bekommen auf die Artikel.
Und wenn ihr die Temu-App herunterladet, über den Link, den ihr unten in der Infobox findet, könnt ihr einen Gutscheinbundle von bis zu 100 Euro bekommen. Und falls ihr bei Temu noch gar nicht bestellt habt, dann könnt ihr über diesen Code, über meinen eigenen Code, noch zusätzlich 30% sparen. Also würde ich sagen, klickt unten in der Infobox auf den Link und viel Spaß beim Shoppen. Ja, ich hoffe, dieser kurze kleine Temu-Haul hat euch gefallen. Ich finde so Kleinigkeiten im Haushalt immer super praktisch. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.